Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Montag, der 12. März. Hier ist FAN, das Magazin. Im Studio Christian Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser Woche wieder eingeschaltet haben. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. Scheunenbrände im Landkreis Verden. War ein Feuerteufel am Werk? Internationales Jahr der Genossenschaft. McAllister besucht Veranstaltungen in Bad Zwischenahn. Und die Angst vorm Zahnarzt. Lachgas soll uns die Angst vor Bohrer und Sauger nehmen. Immer wieder kommt es in landwirtschaftlichen Betrieben bei uns in Niedersachsen zu verheerenden Bränden. Dieses Mal waren gleich zwei Scheunen im Landkreis Verden betroffen. Sie liegen nur wenige Kilometer auseinander und entzündeten sich fast gleichzeitig. Da stellt sich natürlich die Frage, war es Brandstiftung? Über den Scheunenbrand in Walle jetzt alle Informationen von Annika List. Am Ende ist von der Scheune in Walle nicht mehr viel übrig. Allen Anstrengungen der Feuerwehr zum Trotz. Das große Problem für die Einsatzkräfte, die gelagerten Heuballen waren trocken und damit perfektes Futter für die Flammen. Auch ein Anhänger fiel dem Brand zum Opfer. Ja, wir wurden alarmiert mit dem Stichwort Scheunenbrand hier in Walle, sind mit drei Ortsfeuerwehren ausgerückt. Beim Eintreffen brannte der hintere Bereich der Scheune schon in voller Ausdehnung, haben dann die ersten Anhänger so weit rausziehen können und retten können und sind jetzt mit mehreren Rohren hier im Einsatz und haben das Feuer so weit unter Kontrolle. Zur Brandursache ist bisher noch nichts zu sagen. Auch die Polizei ist vor Ort und hat ihre Ermittlungen auch aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Brand in Walle niemand. Nur einige Kilometer weiter wurde bei einem weiteren Brand eine zweite Scheune schwer beschädigt. Da die Feuer fast zeitgleich ausgebrochen sind, wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Und wenn es dann neue Ergebnisse gibt, erfahren Sie das natürlich bei uns. Das Jahr 2012 ist für Genossen und Genossinnen weltweit ein ganz besonderes Jahr. Es ist nämlich das internationale Jahr der Genossenschaften, ausgerufen von den Vereinten Nationen. Damit soll die weltweite Rolle für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung vieler Länder betont werden. Anlässlich dazu lud der Genossenschaftsverband Weser-Ems nach Bad Zwischenahn ein und sogar Ministerpräsident David McAllister machte sich auf den Weg. Mehr über die Bedeutung der Genossenschaften jetzt von Dagneven Befeld. In Bad Zwischenahn trafen sich die Vertreter des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems und Ministerpräsident David McAllister. Grund dafür, das Jahr 2012 ist das internationale Jahr der Genossenschaften. Damit ehren die Vereinten Nationen die Bedeutung der Genossenschaften für die Wirtschaft, aber auch den sozialen Gedanken, der dahinter steckt. David McAllister ist Schirmherr der Aktion und betont vor allem den regionalen Gedanken. Der Vorteil der Genossenschaften ist eben, dass viele Menschen beteiligt sind und dass viele sich gegenseitig auch helfen beim Einkauf, beim Verkauf, bei der Umsetzung von Projekten. Kurzum, das ist eine sinnvolle wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft, so wie wir uns das in Deutschland vorstellen. 1,6 Millionen Niedersachsen sind in Genossenschaften organisiert. Besonders die Energiegenossenschaften sind auf dem Vormarsch. Windräder, Biogasanlagen und großflächige Solaranlagen werden immer häufiger über Genossenschaften finanziert. Die genossenschaftliche Unternehmensform hat den Vorteil, dass sie die Bürger eben anspricht, dass die Bürger, je nachdem für welche genossenschaftliche Unternehmensform sie sich interessieren, beteiligen können. Im Energiebereich sind sie dann direkt vor Ort in ihrer Kommune an der Energieproduktion beteiligt. In den nächsten Wochen sollen weitere Veranstaltungen folgen, in denen die Genossenschaften im Mittelpunkt stehen. Und so schnell wird ein CDU-Politiker wie David McAllister zum Genosse. Und jetzt für Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen im Überblick.
Mit über 312.000 Besuchern lag die CeBIT 2012 zwar unter dem Niveau des vergangenen Jahres, trotzdem sind die Veranstalter sehr zufrieden. Ein Grund der rückgängigen Besucherzahl: der Warnstreik im Nahverkehr von Hannover am Donnerstag. Das Leitthema war 2012 Managing Trust, also das Vertrauen in die Sicherheit der Medienwelt. Über 4 Millionen Geschäftsgespräche wurden in den 5 Tagen der Messe geführt. 8 von 10 Unternehmen rechnen 2012 mit einem Umsatzplus. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Bremen-Gröpelingen ist am Sonntag ein Brand ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rettete 8 Bewohner über Drehleitern ins Freie. 6 von ihnen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens sind noch unklar. Eine neue Schulstudie der Bertelsmann Stiftung zeigt, Kinder aus sozial schwachen Familien haben in Niedersachsen besonders schlechte Aussichten auf Erfolg. Kinder aus besser gestellten Familien haben eine fast 6-mal höhere Chance, ein Gymnasium zu besuchen. Niedersachsen schneidet damit im Ländervergleich schlechter ab als der Bundesdurchschnitt. Ein weiteres Problem: nur knapp 35% der niedersächsischen Schüler ohne Abschluss oder mit Hauptschulabschluss erlangen einen Ausbildungsplatz. Auch da liegt Niedersachsen unter dem Durchschnitt. In den Filialen von McDonald's wird es vorerst keine Produkte mehr aus den Wiesenhofbetrieben geben. Der Grund für den befristeten Abnahmestopp sind Hygienemängel bei Deutschlands größtem Geflügelproduzenten. Auslöser war unter anderem eine behördlich angeordnete Schließung eines Schlachtbetriebs in Sachsen-Anhalt. McDonald's schließt aber nicht aus, dass es nach der Beseitigung der Mängel wieder zu einer Zusammenarbeit mit Wiesenhof kommt. Soweit für Sie das Wichtigste aus Niedersachsen und Bremen im Überblick. Bei mir steht er demnächst wieder mal an und ich denke, bei Ihnen sicherlich auch. Natürlich meine ich den Besuch beim Zahnarzt. Mit welcher Methode uns die Angst vom Bohrer genommen werden soll, das erfahren Sie in wenigen Minuten. Bleiben Sie dran. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Willkommen zurück. Völlig egal, ob Kinder oder Erwachsene. Viele haben Angst vor dem Mann mit Kittel und seinem Bohrer. Es ist die panische Angst vom Zahnarzt. Doch eine neue Methode soll uns den Besuch in der Zahnarztpraxis erleichtern. So, dass Patienten wortwörtlich mit einem Lächeln nach Hause gehen können. Dag Neven-Behfeld hat sich diese Methode für uns einmal ganz genau angeschaut. Ein Geräusch, bei dem sich die Nackenhaare nach oben stellen. Jeder 10. Deutsche hat Panik vor dem Zahnarzt. Honorata Weyer ist eine davon. Schon der Geruch von Desinfektionsmittel sorgt bei ihr für feuchte Hände. Heute soll ein Zahnimplantat bei ihr eingesetzt werden. Eine aufwendige OP. Im Wartezimmer versucht sie, sich mit Zeitschriften abzulenken, aber so richtig helfen tut auch das nicht. Die Nervosität ist einfach zu groß. Mir stören meistens die Zahnarztgeräusche, die Werkzeuge, die ich umherum sehe. Das macht mir Angst alles. Und auch natürlich das größte Angst ist vor dem Schmerz. Deswegen will sie heute mal etwas Neues ausprobieren. Lachgas. Zahnarzt Milan Michalides arbeitet seit Jahren mit dem Narkosemittel. Die Patienten sollen mit Hilfe des Gases ihre Ängste überwinden. In einem Vorgespräch ermittelt er, welche Narkose sich am besten eignet. Wenn wir einen echten Phobiker haben, der wirklich überhaupt gar keinen Zahnarzt sehen kann, dann machen wir eher eine Vollnarkose. Wenn wir einen Angstpatienten haben, der einfach nur sagt, Mensch, die Behandlung ist ein bisschen unangenehm, ich habe da ein bisschen Angst vor oder ist vielleicht Chirurgie, dann kann man es auch mit Lachgas machen, weil das Lachgas dann im Prinzip den gleichen Effekt hat, nur nicht ganz so aufwendig ist wie eine Vollnarkose. Die Nervosität ist Weyer deutlich anzusehen. Das zeigt auch ihr Puls, mit 100 Schlägen weit über dem Normalwert. Dass sie so angespannt beim Zahnarzt ist, liegt wie bei den meisten Angstpatienten an schlechten Erfahrungen aus ihrer Kindheit. Also früher damals in Polen, wo ich noch Kind war, gab es damals einfach, also vielleicht gab es die, aber die wurden nicht angeboten, Betäubung. Und ich als Kind musste alles live erleben und das hat richtig doll wehgetan und höchstwahrscheinlich seitdem habe ich den Angst, also von dem Zahnarzt. Aber heute soll sie keine Schmerzen haben. Dass Lachgas etwas mit Lachen zu tun hat, ist kein Scherz.
Bei einer Überdosierung fangen die Patienten tatsächlich an zu kichern. Das Gehirn bekommt in diesem Fall zu wenig Sauerstoff. Durch die richtige Dosierung entspannen sich aber die Patienten, werden fast schon gleichgültig. Trotz der Spritze und des OP-Bestecks, nach ein paar tiefen Atemzügen, ist Weiher die Ruhe selbst. Sehr schönes, entspanntes Gefühl. Ich bin gerade leicht betäubt. So ein leichter Rauschgefühl, aber sehr gut, entspannt. Ich habe keine Angst mehr. Also ich bin bereit für alles, was auf mich zukommt momentan. Ja. Sehr nett, sehr schön. Dann beginnt die eigentliche OP. Mit dem Bohrer wird die betroffene Stelle vorbereitet. Danach wird das Implantat eingesetzt. Die Patientin gibt keinen Mucks von sich, wirkt ruhig und gelassen. Von ihrer anfänglichen Angst nichts mehr zu bemerken. Für Zahnarzt Michalidis ein großer Gewinn. Es ist für beide Seiten oder für alle Beteiligten angenehmer. Der Patient ist entspannt, hat keine Angst, hat keine Schmerzen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass der Patient Angst hat. Wir können sauber arbeiten. Die Lachgasbehandlung hat eigentlich für alle Beteiligten Vorteile. Kurz nach der Behandlung kann Weiher schon wieder lächeln. Eine körperliche Abhängigkeit soll es nicht geben und auch die Organe werden bei richtiger Dosierung nicht beeinträchtigt. Viele Patienten sprechen bei der Lachgasbehandlung von einem tranceähnlichen Zustand. Eine Erfahrung, die auch Weiher gemacht hat. Mit so einem leichten Rauschgefühl. Also ein bisschen schwindelig war mir schon, aber mir war eigentlich alles egal, was mit mir demnächst passiert. Und ich hatte so ein Gefühl, als ob das alles nicht mir passierte, sondern ja, sehr schön. Sobald die Maske ab ist, sind die Patienten innerhalb von Sekunden wieder voll bei Sinn. Sogar Autofahren ist danach kein Problem. Mit dem natürlichen Ausatmen entweicht das berauschende Gas komplett aus dem Körper. Für Weiher sicher, trotz der zusätzlichen Kosten von 50 Euro will sie auch das nächste Mal nicht auf Lachgas verzichten. Die panische Angst vorm Zahnarzt. Eine Angst, die viele Menschen bedrückt und ein Thema, das mein heutiger Studiogast aus ihrem Berufsalltag nur zu gut kennt. Bei mir ist Helga Prill und sie ist Heilpraktikerin in Bremen. Sie hat dort ihre eigene Praxis. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, inwiefern haben Sie denn mit Angstpatienten in Ihrem Berufsalltag zu tun? Sehr oft und sehr viel. Wobei wir das, was wir im Vortrag gesehen haben, etwas ungewöhnlich, natürlich bei mir nicht angewandt werden darf, denn Lachgas ist ein Gift, das darf ich nicht einsetzen. Aber ich würde in diesem Falle zum Beispiel zur Hypnose greifen, wobei man immer schauen muss, wo kommt die Angst her? Ist es eine reine Angst vor dem Zahnarzt oder sind es Ängste, die vielleicht von früher herkommen? Dass es also eine Urangst ist, das muss man erst mal schauen. Man kann also nicht einfach sagen, ich gebe dem Menschen jetzt eine Hypnose und dann ist alles gut, sondern ich muss gucken, wo das eigentlich herrührt. Sie haben gerade den Beitrag angesprochen, da haben wir die Methode mit dem Lachgas gesehen. Mhm. Ich habe gerade rausgehört, so richtig begeistert sind Sie von der Methode nicht? Na ja, sagen wir mal so, ich darf es sowieso nicht einsetzen. Außerdem ist es ja ein Narkotikum. Mhm. Es ist ein Gift, was leicht narkotisierend wirkt. Und es ist keine neue Methode, sondern es wurde schon 1844 von einem amerikanischen Zahnarzt erstmalig eingesetzt. Also man kennt es schon, aber es ist erstmal im System drin, also im Blut drin und muss ja irgendwann ausgeschieden werden. Und ich finde, es ist etwas, was nicht unbedingt sein muss. Genau, Gift hört sich ja auch schon mal nicht gut an und es ist im Prinzip ein Gift. Ja. Sie haben gerade die Hypnose angesprochen, die Sie anwenden. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie wenden Sie die an? Also in diesem Falle würde ich wahrscheinlich, es kommt immer darauf an, wie die Vorgeschichte ist, ich würde mich nicht neben den Stuhl stellen, kann man auch tun, aber in dem Falle würde ich mir die Vorgeschichte des Patienten anhören. Ich würde den Patienten einbestellen und würde mir anhören, warum er Angst hat vom Zahnarzt, ob er eigene Erlebnisse hatte oder ob es ihm erzählt worden ist oder ob er grundsätzlich ein Angstpatient ist. Ist er grundsätzlich ein Angstpatient, würde ich ihn zunächst sogar erstmal homöopathisch einstellen. Dann dauert es einen kleinen Moment länger, aber wir können die Angst wirklich auflösen. Bei der Hypnose ist das so, dass wir in dem Moment eine Auflösung haben, aber unter Umständen nicht es bis zum Ursprung auflösen können. Kann man zwar auch machen. Es kommt immer darauf an, wo der Patient steht und da muss man ihn auch abholen. Das ist also immer patientenabhängig natürlich. Genau, auch. Also man kann nicht einfach sagen, bing, und der ist angstfrei. Das geht schon mal gar nicht. Das geht zwar jetzt bei dem Lachgas offensichtlich, aber ich halte davon weniger, weil es wirklich ein Gift ist, was in die Blutbahn reingeht. Richtig, und im Prinzip ja das Grundübel nicht richtig, ändert. Richtig. Und ich als Heilpraktikerin suche ja das Grundübel und behandle auch das Grundübel, nicht das Symptom. Ne? Sie haben gerade die Erfolgschancen ein bisschen angesprochen. Wie sind die denn bei Ihnen zum Beispiel?
Sie meinen bei meinen Patienten? Genau, also nicht bei Ihnen, sondern bei Ihren Patienten, genau. Ja, sehr groß. Es kommt immer darauf an, wie gesagt, wie die Geschichte ist. Ich hatte zum Beispiel eine Angstpatientin, die Angst hatte vorm Autofahren. Die wusste es gar nicht, hatte einen leichten Unfall und hatte danach eine panische Angst gehabt. Und zwar hat sie einen Radfahrer übersehen, dem ist auch gar nichts passiert. Aber sie ist durch die Beschleunigung einfach rein, hat ihn gestreift. Ihm ist, wie gesagt, nichts passiert. Aber danach konnte sie nicht mehr Auto fahren. Und nachdem sie dann zu mir kam, kam es in der Gesprächstherapie eigentlich erst und der klassischen Homöopathie einschließlich der Gesprächstherapie zutage, dass da ein Kindheitserlebnis dahinter steckte, was mit 6 Jahren passiert war. Sie war mit ihrem Opa auf einer Pferdekutsche unterwegs und die Pferde sind durchgegangen. Und diese plötzliche Beschleunigung hat bei ihr Angst ausgelöst, was sie aber über Jahrzehnte nicht wusste. Und durch diesen leichten Unfall ist diese Erinnerung wieder wach geworden und sie konnte sich nicht mehr hinter Steuer setzen. Merkwürdigerweise konnte sie sich nicht mehr daran erinnern, was die Ursache war, sondern es hat sich erst innerhalb der Therapie aufgelöst und wir konnten es gezielt therapieren und war alles wieder gut. Das heißt, sie fährt jetzt wieder Auto? Sie fährt wieder Auto, ja. Das ist ja fantastisch. Ja. Da hat es also wirklich geholfen. Ja. Sie haben gerade diese Kindheitserinnerung angesprochen, an die sie sich überhaupt nicht erinnern konnte. Ist das bei Angstpatienten oft in der Kindheit zu finden, die Probleme? Ja. Pardon? Man kann zwar nicht sagen, dass Angst vererbbar ist, aber Angst ist auch übertragbar. Man denke schon allein an die Ratten oder Mäuse, wie Frauen manchmal auf den Stühlen und Bänken schreien und, und sich gar nicht einkriegen können. Und die Männer müssen dann die Maus oder die Ratte einfangen. Es ist einfach so, das hängt schon seit Urzeiten, war die Hausfrau, die auch die Speisekammer innehielt und verwaltete. Und wenn da eine Maus drin war, war nichts mehr mit Speisen. Und von daher hatte die Hausfrau Angst vor Ratten und vor Mäusen, weil die eben auch Schädlinge mitbrachten. Und von daher wurde das überliefert. Es ist nicht vererbt, aber überliefert worden. Und keiner weiß mehr ganz genau, wo der Ursprung ist. Genauso ist es auch, dass man die Ratten eklig findet. Man findet ja alles eklig, was Angst macht und was macht Angst, was gegen das Leben ist. Denn ich meine, die Ratten bzw. die Flöhe der Ratten haben ja die Pest mal übertragen. Und von daher haben die Ratten einen ganz, ganz schlechten Ruf, dass sie eben Krankheiten übertragen. Das ist einfach eine durch Erzählung übertragene Angst, ist aber keine selbstgewonnene Angst, sondern eine übertragene Angst von Eltern, Ureltern und so weiter. Eine ganz wichtige Frage ist natürlich auch, kann jeder Angstpatient zu Ihnen kommen und wird dann auch jeder Angstpatient geheilt wieder nach Hause gehen? Oder gibt es Fälle, wo Sie sagen, selbst da, also da ist es dann zu viel, das funktioniert nicht? Dazu muss ich sagen, Heilversprechen kann man grundsätzlich nicht machen. Das wäre wirklich Scharlatanerie, wenn man sagen würde, jeder, der kommt, der wirft seine Krücke in den Garten und sagt, ich kann laufen. Nein, das ist Quatsch. Man kommt nur auf eine relative Gesundheitsebene mit allen Therapien und hat zu großer Prozentzahl die Chance, geheilt zu werden. Aber ich möchte nicht sagen, alle. Das wäre, also das, sowas sagt man nicht, das ist Quatsch, Blödsinn. Alles klar. Vielen Dank an Helga Prill, sie ist Heilpraktikerin in Bremen, hat dort ihre eigene Praxis. Und wir haben über Angstpatienten gesprochen. Für viele ist das ein großes Problem. Und welche der möglichen Methoden, die wir gerade heute angesprochen haben, sie sich dann am Ende entscheiden, das bleibt Ihnen natürlich überlassen. Das Wichtigste ist aber, dass Sie Ihre Ängste in den Griff bekommen. Und dabei wünschen wir Ihnen natürlich viel Erfolg. Auch ob Sie sich für ein besseres Aussehen unters Messer legen oder nicht, bleibt am Ende natürlich Ihre Entscheidung. Doch man muss es einfach so sagen, wie es ist. Schönheitsoperationen sind ein absoluter Trend, ein durchaus umstrittener Trend. Die Patienten werden immer jünger und wollen immer mehr an ihrem Körper verändern. Selbst Männer haben die Schönheitschirurgie für sich entdeckt. Kim Julian Rathjen wollte von Ihnen wissen, würden Sie sich für die Schönheit unters Messer legen? Sei es nun eine krumme Nase oder eine zu kleine Brust, immer wieder legen sich Menschen unters Messer, um Schönheitskorrekturen vorzunehmen. Wie Sie dazu stehen, das haben wir rausgefunden und waren in Lüneburg unterwegs. Generell, dass man sich die Falten wegmachen lässt mit Botox-Spritzen und so, das finde ich nicht in Ordnung. Ich bin 77 Jahre, ich habe noch nichts gemacht und ich finde mich immer noch gut aussehend. Ich glaube, man sollte lernen, sich so anzunehmen, wie man ist. Und niemand ist perfekt. Und sich das vorzumachen, dass man es dadurch wäre, glaube ich, hilft nicht dazu, oder trägt nicht dazu bei, das Selbstbewusstsein aufzuwerten. Wenn es nur darum geht, sich in eine Schablone zu pressen und irgendeinem modischen Schönheitsideal mal eben zu folgen, dann halte ich das für nicht so angemessen. Dagegen, sage ich jetzt mal, wäre ich eher, wenn man
eigentlich von Natur aus schon eine ganz normale, hübsche Nase zum Beispiel hat und die nur noch besser haben will, dann finde ich, ist die Gefahr, dass da vielleicht bei der Narkose was schiefläuft oder sowas, einfach zu groß. Es kommt immer darauf an, finde ich, auf die Person, die es machen lässt. Wenn es eine Frau ist, die eine schöne Figur hat und sich trotzdem noch riesige Brüste machen lässt, finde ich es total bescheuert. Wenn es jemand ist, der unter seiner Nase leidet, unter den Zähnen leidet oder vielleicht unter einem riesigen Hintern leidet, dann finde ich es auch in Ordnung. Wenn man das Geld hat, dann könnte man das machen, ne? Wenn ich Geld hätte, würde ich es auch machen. Vieles. Darf man fragen, was du machen lassen würdest? Ja, ich würde meine Brüste vergrößern und mein Po vergrößern. Ja, vielleicht noch die Nase, aber da bin ich am Überlegen. Sollte man doch so bleiben, wie man eben ist und das einfach akzeptieren. Wenn man immer lustig und in den Tag hineingeht, dann sieht man auch meistens ganz gut aus. Ob es eine krumme Nase ist oder kleine Brüste oder einen dicken Arsch, keine Ahnung. Es ist scheißegal, ehrlich gesagt. Also sehe ich das auf jeden Fall. Den Druck rausnehmen. Vieles wird über die Medien auch einfach kaputt gemacht. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass so getan wird, als ob die Schönheitsoperationen eine Möglichkeit sind, mit viel Geld viel zu erreichen. Die sind aus einem anderen, ganz anderen Grund mal entstanden, um Leute, die Probleme haben, denen zu helfen, Unfallopfern und Ähnliches. Wenn jemand das machen will, ist das ein gutes Recht. Aber man soll nicht so tun, als ob das für alle gleich wäre. Denn das Problem sind die Jugendlichen, die nehmen sich ein Ideal. Und da muss man echte Grenzen einführen, wenn es wirklich nötig ist. Wenn jemand wirklich unter irgendwas leidet, weil er einen Unfall hatte oder so, dann finde ich, ist es okay. Dann lieber Sport treiben, gesund leben. Und das ist eine andere, ganz andere Ausstrahlung, viel besser, als wenn man sich Falten wegmachen lässt. Oder, weiß ich, so Botox-Spritzen, um Falten wegzumachen, finde ich, mag ich gar nicht. Würde ich auch nicht machen. Wir werden alle älter und ich finde das auch nicht zum Schämen. Ich habe selber eine Freundin, die sich operieren lassen hat. Und ich denke, wenn man echt unter Sachen leidet, wo man wirklich Probleme mit hat, finde ich das auch total okay. Ja, liebe Zuschauer, die Meinungen waren sehr unterschiedlich. Einige meinten, man solle doch lieber so bleiben, wie man ist. Während andere sagen, sie würden sich auch selber unter das Messer legen lassen. Gott sei Dank, liebe Zuschauer, können Sie zu Hause das ja für sich selber entscheiden. Nur eins kann der Schönheitsdoc nicht verbessern, den Charakter. Dafür sind wir alle selbstverantwortlich. Und morgen können wir wieder Charakter zeigen und den Tieren in Niedersachsen helfen. Und zwar bei der FAN Tierbörse. Denn viele Tiere suchen noch ein neues Zuhause. Vielleicht ja auch bei Ihnen. Das Magazin auch morgen wieder zur gewohnten Zeit. Bis dahin Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss.